Wir stellen vor, der Global Organic Textile Standard. Das sind Peter und Maya. Sie sind umsichtige Menschen, die Bio-Lebensmittel kaufen und lieber mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren als mit dem Auto. Aber was können die beiden tun, um sicherzustellen, dass auch ihre Kleidung nachhaltig ist? Sie könnten Schafe züchten und ihre Kleidung selbst stricken oder sogar nackt rumlaufen. Eine realistische Lösung bietet der Global Organic Textile Standard, kurz GOTS. GOTS gilt als Goldstandard für die nachhaltige Herstellung von Kleidung und Textilien aus biologisch angebauten Fasern, wie zum Beispiel Biobaumwolle oder Biowolle. Mindestens 70% der verwendeten Textilfasern müssen biologisch angebaut sein, damit ein Produkt die GOTS-Zertifizierung erhalten kann. Zwar ist die Verwendung von Biofasern ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, reicht allein jedoch nicht aus. Damit die Produkte wirklich nachhaltig sind, setzt GOTS strenge Regeln für die gesamte Verarbeitungskette. Durch diese umfassenden Kriterien können Peter und Maya sicher sein, dass weder sie selbst noch die Beschäftigten oder die Umwelt geschädigt werden. GOTS verbietet die Verwendung von Chemikalien, die oft bei der Textilverarbeitung eingesetzt werden und Krebs, Geburtsschäden oder andere schwerwiegende Krankheiten hervorrufen können. Es sind nur geprüfte Chemikalien gestattet, um die Gesundheit der Konsumenten zu schützen. GOTS macht auch strenge Auflagen zur Abwasserklärung und fordert die Einhaltung von Zielvorgaben und Verfahren zur Verringerung des Wasser- und Energieverbrauchs. Auch soziale Kriterien, die sich an den Kernprinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation orientieren, müssen eingehalten werden. Dazu zählen sichere Arbeitsbedingungen, keine Diskriminierung und keine Kinderarbeit. GOTS setzt aber nicht nur den Standard. Bei regelmäßigen Inspektionen überprüfen unabhängige Zertifizierer seine Einhaltung. Und das für jeden Schritt der Textilherstellung. Jede einzelne Stufe der Produktion, Konfektion und des Großhandels müssen unabhängig zertifiziert werden. Dank GOTS können Peter und Maya sicher sein, dass ihre Kleidung umweltschonend und unter anständigen Arbeitsbedingungen hergestellt wird. In einer öffentlichen Datenbank sind alle zertifizierten Betriebe aufgelistet. Verlassen Sie sich nicht einfach auf die Werbung. Suchen Sie immer nach dem GOTS-Logo und nach der Lizenznummer. Der Global Organic Textile Standard ist ein unabhängiges Prüfsiegel, das auf den wichtigsten Absatzmärkten überall auf der Welt anerkannt ist. In den USA ist der Bio-Begriff auch für Textilien gesetzlich geschützt. Textilien, die ein GOTS-Logo aufweisen, dürfen als Bio-Produkte verkauft werden. Für den Rest der Welt gilt zumeist, ist ein Produkt als Bioartikel ausgewiesen, so stammen möglicherweise nur Fasern aus biologischem Anbau. Wenn Sie ein echtes Bioprodukt kaufen möchten, das auf umweltschonende und sozial verantwortliche Weise hergestellt wurde, und zwar über die gesamte Lieferkette hinweg, dann achten Sie auf das GOTS-Logo. Peter und Maya sind zufrieden. Sie verlassen den Laden mit Waren, die GOTS zertifiziert sind. Sie haben das gute Gefühl, dass Sie nicht nur sicher vor gefährlichen Chemikalien sind, sondern auch Sachen gekauft haben, die mit Biofasern und dazu unter strengen ökologischen und sozialen Auflagen hergestellt wurden. Außerdem sehen Sie super aus. Entscheiden Sie sich für Kleidung mit Biozertifizierung und achten Sie immer auf das Logo Global Organic Textile Standard, die Angaben zum zertifizierenden Prüfinstitut und die Lizenznummer des Anbieters.